Puh, wer will schon einen Dreier haben? Wenn ich zwei Personen gleichzeitig enttäuschen will, besuche ich meine Eltern. Who's that Pokémon? Yo, yo. Hit a trick. Hey. Wie zum Beispiel Weiger. Weiger ist überhaupt kein stumpfer Champ. Weiger ist super schwer zu spielen. Was sind das für eine Aussage? Er kommt mir ja fast das Tiramisu hoch. Nein, kommt's nicht. Das ist zu lecker. Ich will noch ein Stück, Meint ihr, ich soll schon kurz um den Block laufen und mir auch ein neues Stück holen? Mal kurz 3 Minuten vom Stream wegpilgern mit 10.000 Zuschauern. Noch ein Stück Tiramisu zu bekommen. Die Diät. Naja, ich muss echt aufpassen. Nein. Ein Stück Tiramisu muss lang, ne? So. Ist Kindred ein guter Jungler? Die ist tatsächlich relativ gut. Aber die ist schon sehr schwer zu spielen, muss ich sagen. Ja, eins reicht, am Ende überfütterst du dich daran und dann schmeckt es dir nicht mehr. Das stimmt. Das ist bei so Süßspeisen, finde ich, allgemein ein Problem. Dieser erste Biss, das fühlt sich besser an als alles andere. Besser als der süße Geschmack der LP. Besser als ein kaltes Bier nach einem langen Tag. Besser als... Wie viel Uhr haben wir? Sag ich jetzt nicht, ne? Aber wenn man dann mehr davon isst, ab einem gewissen Punkt schmeckt das nicht mehr so gut, ne? Ich finde das auch bei Ben & Jerry's zum Beispiel, finde ich das richtig, richtig schlimm. Also bei Eis. Der hat mich dann zu deiner Hauseinweihungsparty ein. Ich weiß nicht, ob ich das groß mache. Ich habe tatsächlich noch überhaupt nicht groß angestoßen oder gefeiert oder irgendwas gemacht. Ich roll hier einfach rum und fühle mich wohl. Das ist echt, also ich fühle mich hier so wohl. Das ist so nice, ey. Also doch keine Mod-Party. Ja doch. Das machen wir schon, wenn ihr da immer noch drauf Lust habt. Ich meine, bis Ende des Monats sind ungefähr alle Bauarbeiten fertig. Dann lege ich unten die Ketten aus, ne, damit das auch passt. Und guck, dass ich ein bisschen Brot und, also altes Brot und so Wasser habe, ne, als Ernährung. Und dann kriegen wir das. Ne? Da ist der Mod-Keller ins Leben gerufen. Bei dem Angebot will man Mod werden. Ja, also Mod ist wirklich, bei mir kann man da wirklich nicht klagen. Das ist echt super klasse. Muss ich jetzt hier blind picken oder was? Jetzt nehme ich jetzt einfach den Kos hier. Der gute alte Kos, Leute. Puh, wer will schon einen Dreier haben? Wenn ich zwei Personen gleichzeitig enttäuschen will, besuche ich meine Eltern. Okay, der war nice, ja. Der war schon eine Arinio, ne? I see you. Nicht schlecht. Das war ein guter, ja. Oh, really? Ups. Relativ neutraler Trade, I guess. Oh mein Gott, kann ich bitte Last hitten? What? Das war natürlich jetzt terrible, ne? Okay, voller Fokus jetzt, Leute. Komm, genug geblödelt. Es ist wir gegen die Legende Silk. Ich hätte nicht flashen müssen, ne? Hätte ich nicht flashen müssen. Warum flash ich denn? Mann, ey! Der hätte einfach healen können. Der hat seine Combo verkackt, ne? Der wollte Flash-Taunt machen und hat es einfach falsch rum gemacht. Es könnte sein, dass der Shaco direkt nochmal, der Twitch direkt nochmal rumläuft. Also würde zumindest auch sehr viel Sinn machen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin schon eine sehr, sehr freie Tötung, habe ich gerade. Twitch ist oben. Okay, das Game ist höchstwahrscheinlich schwierig für die Gegner. Nee, oder? Den kann er zum Glück nicht dodgen, wenn er ihn so schießt. Sehr, sehr nice. Oh, die Lane doch wieder gut rausgespielt jetzt hier. Back to base. Wait, Twitch könnte schon wieder hier sein, oder? In der Theorie. Lass mal lieber ganz hintergehen. Für alle Fälle. Safety first. Ja. Das ist actually nicht der beste Base, ne? Ich glaube, mid into sidelane ist hier viel besser für uns zu spielen. Weil ich kann tatsächlich hier Pressure aufbauen. Viel mehr. Unser Botlane struggelt gerade ziemlich. Der Toplane ist okay dabei. Dritter da. Sie nennen ihn den Geo. Wie nennen wir uns gleich nochmal? Das Dreieck? Das deutsche Dreieck? Der Winkel? Der deutsche Pythagoras? Irgendwie so, ne? Muss schon irgendwas davon gepasst haben. Der ist tot. Okay.
muss doch da nicht flashen, oh boy. Ich hab doch den sicher. Ich hätte hier gerade im Übrigen den Control-Board stellen sollen, damit ich weiß, wo der Twitch ist. Ne? Aber, ja. Back to base hier. Ich weiß nicht, ob ich das carryen kann, aber wenigstens spielen wir heute richtig saftig einen auf. Ja. Und das ist auch noch endlich mal auf dem Challenger-Account, ne? Oh, ich liebe diese Dodges mit Galia. Oh mein Gott, ich hab die Combo verkackt. Nee! So bad für mich gespielt. Da war natürlich schon super bad für mich gespielt. Ich dachte, ich hab den da mit dem Q, ne? Aber wenn das Q da nicht trifft, muss ich sofort abbrechen, weil sonst kann er mich einfach taunten im Töd. Wenn mich einfach tot. Oh mein Gott. Ist der wieder hier? Das war so bad von mir. No! Ah, ich bin so boosted. Hoffentlich kriegt ihr nicht zu viel. Ich wollte auch die Platte unbedingt. Das war einfach nur greedy und dumm von mir jetzt leider. Ja, ich habe da so viel Space. Ich hätte den super easy killen können da. Ich habe so viel Space verfehlt. Hat der Proto... Eieiei! Wir können den zweiten noch nehmen, so. Was können wir hier? Das nächste nach unten, wo wir jetzt? So, schnell wieder in die Mitte flitzen hier. Mal schauen, dass wir die Wave hier reinpushen ganz. Jetzt nehmen wir uns schnell die Circle. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Kayle ist super, super scary. Und das ist auch aus unserem Team. Eigentlich bin nur ich wirklich gefeedet. Ja. So eine gefeedete Kayle kann auch echt viel machen später hier in so einem Game. Creator den Scripts mit dem beherzten Flashing Game. Dachte eigentlich, die Gegner sind schon gebrochen. Aber leider sind sie noch nicht gebrochen, sondern sie probieren es noch. Ah. Well, hello there, Mr. Red. Mann. Das Game ist actually knapp, ne? Das ist actually knapp, das Game. Ich kann das nicht glauben. Wir müssen so aufpassen. Wir müssen so unglaublich aufpassen hier in dem Game. Ey, scheiße, Mann. Die outscalen uns ja auch brutalst. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so scary sein könnte. Aber jetzt haben wir wirklich, wirklich hart getrollt hier auf der Map. Wir sollten jetzt hier für den Drake spielen, wenn es geht. Mein Farm ist auch echt nicht gut, ey. Unsere Botlane läuft halt echt sauber runter, ey. Hier wieder Ulf, wir können fighten hier. Wichtiger Start. Shit, hab ich die zerstört, ey. Let's fucking go, ey. Die gemeldet, ey. Wenn der Wukong da auf mich geht, wird der Fight richtig, richtig close, ne? Wenn der mich da interruptet, praktisch. Mal kurz back to base gehen hier. Was ist das hier mit als nächstes? Und dann schnell wieder losflitzen hier. Puh, ey. War oben. Oh, maybe? Okay, jetzt einfach für den Drake spielen hier. Kommt, jetzt lass das gut zu Ende bringen. Kann doch nicht wahr sein hier.
crazy, wie useless diese Riven ist, ne? Die Red Queen hier. Ist hier irgendwo hinter mir am Stalk, ne? Senna, was? Senna ist bei uns oben drin? Hat. Ich glaube, wir gehen Mitte-Dwarf, ehrlich gesagt. Die könnten Two-Man-Nash machen, maybe? Vielleicht können wir finishen. Ich glaube nicht, dass wir finishen können, aber... Ich kann auf jeden Fall den Init nehmen. Vielleicht können wir es probieren? Oh. Natürlich highly convenient, dass der da einfach gestorben ist, ne? GG verfällt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt am Ende war ich nicht zufrieden mit meiner Leistung. Das war ehrlich gesagt nicht so gut. Ne? Die Early und Midgame waren insane. Ne? Wir haben eine Menge Druck gemacht, wir hatten immer Pressure, wir haben die Kills geholt. Aber dann nach dem Early-Midgame habe ich mein Tempo super, super hart verschleppt. Ne? Und leider nicht mehr die Leistung gebracht, die wir da gebraucht hätten. Die Musik gerade ist doch nicht lizenzfrei, oder? Doch ist sie. Also, die ist nicht lizenzfrei, aber für die Musik habe ich die Lizenz oder halte ich die Lizenz. Das ist relativ solide Rockmusik, muss ich sagen, die haben bei Epidemic Rock. Ja, der hat insane gespielt in der Lee. Hä? Die haben ihren eigenen Team, den eigenen Champion vom Teammate gebannt oder was in dem Game.